Mekan. Was noch? Ausrüstung? Mana. Das können wir auch wegmachen. Mana. Und Schilder brauchen wir generell auch nicht. Sonstiges. Ja, Perlen können wir verkaufen. Das sehe ich auch. Und das reicht jetzt mal. Jetzt sehe ich mir nur kurz nochmal hier kurz wegen Pfeile. Wie viele Pfeile nehmen wir denn mit? Wie viel brauchen wir denn? Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt noch? Wenn ich mal ganz kurz hier und so. 234 Pfeile. Also, dann können wir mitnehmen. Wie viel können wir denn mitnehmen? Machen wir mal 266. Genau, 500 Pfeile. So, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zum Ende. Gehen wir wieder zurück. Da oben macht das wohl Spaß. Warten. Ich hab's gesehen, Mann. Wo? Was hast du gesehen? Hä? Bin verwirrt. Jetzt pisst's auch noch. Meine Frames gehen noch mehr in den Keller. Na gut, egal. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter und gehen zu dieser Höhle, von dem die alte Dame, die Motra halt gesprochen hat. Und lassen wir uns einmal hier hochlaufen. Aber das ist ganz, ganz easy. Das schafft. Oh mein Gott. Frames. Oh, ein Frame die Sekunde. Also ein Bild die Sekunde. Das ist natürlich sehr viel. Komm. 0 Frames die Sekunde, lol. La. So, jetzt geht's aber hier wieder. Komm. Na, bis gleich. Ich bin ganz kurz und so, ne? Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und diesmal mit Half-Sides. Wie schon gesagt, mit Full-Sides. Fängt irgendwann an, die Aufnahme zu spacken. Deswegen ich jetzt mit Half-Sides aufnehmen muss. Aber das kriegen wir auch hin. So, was hat's denn hier noch? Hier ist nicht umsonst so eine komische Einbuchtung, oder? So wie es aussieht schon. Na gut. Wie gesagt, wir gehen mal zu dieser Höhle darüber. Und checken dort mal die Lage. Und zwar steht ja hier zugespalten in Jungfrau. Und dann dürfte hier diese Mine sein. Es hieß ja auch, es ist südlich. Nie ohne Stock wandern. Also sind wir jetzt in der Mine. Und zwar müssen wir jetzt durchlaufen. Und das machen wir jetzt mal. So. Laufi. Wen haben wir denn da? Einen klopfenden Mann. Haben wir sonst noch irgendwie was, was wir gleich mal looten können? Wie zum Beispiel etwas nichts. Doch, hier eine Spitzhacke. Können wir die aber nicht mitnehmen, wa? Na gut, Digga, wie geht's? Was treibst du hier? Ich schuft mich zu Tode mit der Spitzhacke hier. Wenn ich meinen Destillierkolben hätte, wäre alles einfacher. Ich würde ein Destillat herstellen und wusch! Der Eingang zur Mine wäre frei. Wo ist dein Destillierkolben? In dem alten Stollen, in dem ich lebe. Da traue ich mich aber gerade nicht rein. Sind nämlich wilde Bestien drin in meinem Stollen. Ho, ho, da frage ich mich, würdest du dich trauen? Na klar, mache ich. Ich besorge dir deinen Destillierkolben. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dann kann ich die Spitzhacke ja weglegen und warten, bis du wieder da bist. Wo finde ich deinen Stollen? Du musst wieder raus aus der Mine und dann dem Weg nach Süden folgen. Kannst meinen Stollen nicht verfehlen, wenn du dem Weg folgst. Da stinkt's nämlich nach Goblins. Die haben sich in meinem Stollen breit gemacht, als ich hier am Schuften war. Mit meiner Spitzhacke. Ja, das haben sie, die frechen Viecher. Und seither muss ich hier schlafen. Ah, das tut ja auch gut, wenn du wieder aussiehst, ey. Naja, wir sprinten dann mal kurz Nummer 5 und sprinten mal raus. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo sein Stollen ist, bleibt, sein ist, könnte, tun, wollen, machen, sein. Und zwar hier rüber, dort lang. Und dann sehen wir hier unten schon Goblins. Na, Goblins. Alter, ich sagte... What the fuck? Ich habe keinen Bogen mehr. Ich habe einen Pfeil in der Hand. Hä, ich habe keinen... LOL. Warum hatte ich gerade keinen... Und warum habe ich einen Pfeil so schwul in der Hand? LOL, was war das jetzt gerade? Ich bin verwirrt. Ja. So, die machen wir jetzt mal, bashen wir mal kurz weg hier. So cool, wenn der Pfeil so fliegt, wie das irgendwie aussieht. Gefällt mir. Denn ich bin Kommentario und ich schaue mir eure Videos an. Scheiße. Der ist ja halt irgendwie im Busch drin und ich sehe den halt mal gar nicht. Aber gut. So können wir das hier mitnehmen, das hier mitnehmen. Das hier, das hier, das hier, das hier. Die Pfeile, was die eigentlich auch wieder mitnehmen können. Die muss einfach hingehen und die Pfeile nehmen, weil die einfach so schön drin stecken. Aber nein. So, wo ist der andere Goblin jetzt? Lol. Oh mein Gott. Ja klar, natürlich. Zieh erstmal beide Wildschweine an, Max. Natürlich die beste Möglichkeit, um gegen solche Viecher zu kämpfen. Na, was machst du hier? Warum rennst du mir vorbei? Ein Stufenaufstieg. Cool. Skillen wir gleich. Davor allerdings muss ich noch das Wildschwein hier weghauen, das sich da unten breit gemacht hat. Und zwar... Wo? Oh mein Gott. Ich bin ein Wildschwein. Ich muss Umwege laufen, um Max zu ärgern. Komm her. So, und jetzt auf die Fresse hier. Und weg mit dem Viech. So, wie können wir skillen? Mit C? Nein, mit K. Genau. So, Präzision, eine Fernkampf plus eine Mana. 2 Lebens plus 2 Fern. Dann machen wir mal 2, 2, 1. Und speichern die ganze Scheiße. Junge. So, passt das. Und, ja, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Fernkampfenergie. Und ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Scheißdreck und ein bisschen mehr Scheiß die Wandern. Und noch zwei knospende Mana-Pflanzen. So, haben wir oben noch irgendwas Interessantes und es wird gerade dunkel. Zum Glück gehen wir gleich in eine Höhle, denn dort ist es nämlich hell. Sinnlos, ich weiß, aber es ist trotzdem heller als... Ach, egal. So, Truhe, nichts Wichtiges. Weiter. So... Ach, wen haben wir denn da vorne? Ich hab dich doch gerade gesehen. Du Drecksviech, ich hasse dich. Deine ganze Familie, deine ganzen Verwandten, deine Oma, dein Opa, deine Freunde, dein... Ach, alles einfach. So, du kriegst auf die Fresse. Du kriegst auf die Fresse. Du kriegst auf die Fresse. Und du! Wow. Ich muss schon sagen, ArcaniA ist echt das Spiel, das bei mir echt am... wie soll ich das ausdrücken? ArcaniA läuft so oder nimmt sich auch so so hoppelig, oder nicht hoppelig, weil wie heißt das nochmal? Unflüssig? Ne, oh, das hört sich auch scheiße an. Unflüssig, ja, komm. Von der Performance her ist ArcaniA echt das Spiel, das sich echt am schlechtesten aufnehmen lässt oder am schlechtesten spielen lässt. Das ist echt schlimm. Und ich bin mir auch echt am Überlegen, Gedanken machen, tun, sein, weil es ist echt bei jeder Aufnahme so, dass echt es immer übel rumspackt, dass es entweder leckt oder gerade so wie jetzt, es läuft gerade auf 40 FPS, dann hängt's wieder, läuft's wieder, jetzt hängt's wieder kurz, läuft's weiter, und es ist halt echt extrem, extrem hardcore fick behindert, ey. Und da war ich auch echt schon am Überlegen, ob ich das Projekt vielleicht abbrechen soll. Immerhin kann ich zu meiner Verteidigung sagen, es ist... Also das ruckelt halt extrem und es ist auch das erste Projekt, das ich jemals abgebrochen habe. Nach 5 Let's Plays oder 6 Let's Plays, die ich beendet habe. Ungefähr, ich weiß gerade gar nicht. Weil es ist halt echt schon ein bisschen arg behindert. Und ganz ehrlich, ArcaniA ist auch kein Titel, den man jetzt unbedingt gespielt haben muss. Wenn ihr mich versteht. So, komm her. Na gut, dann kümmere ich mich erstmal um den hier. Denn dieser Eismagier meint, er muss da hinten rumgammeln und... Oh mein Gott. Na, geh weg. Zum Glück machen diese ganzen Magier nicht viel Damage, Alter. Wenn die dich mal treffen. So, Alter. Okay. Die zwei sind schon mal down. Der ist 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 down. So, haben wir sonst noch... Oh mein Gott, hier... Da liegt ja einer. Hallo? Was soll das, hey? Was soll das? So. Direkt ins Auge rein einfach nur. Ist auch immer wieder schön zu sehen. So wie bei meiner Lehrerin, da würde ich einfach mal mitten ins Auge rein, aber natürlich wieder ein anderes Thema. Aber gut, hier drüben haben wir nichts mehr. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Loot-technisch haben wir hier noch eine Viole, eine Fiole und dann hier noch eine Fiole. Eine Piole. Eine Taraue. Na, öffne dich, danke. Ein großer Holzschild. Amulett der Zähigkeit. Brauchen wir alles nicht wirklich, weil wir ja auf Fernkampf ausgelegt. Oh, eine Innerstatue. Schön, 1 von 30. 30. Das wäre es irgendwie 1 von 10 oder so, aber 30 Stücke. Und das einfach noch so extrem versteckt und angenagt und so. Also ist wirklich schwer. Aber gut. Schwerer Ick. Lauf einfach mal weiter. Ihr könnt ja gerade mal in die Kommentare schreiben, für die Leute, die das Let's Play auch verfolgen. Soll ich das vielleicht abbrechen und dann dafür ein Let's Play machen, wo halt keine Performance-Probleme mehr hat, wo auch vielleicht mir auch ein kleines bisschen mehr Spaß macht, weil ich weiß nicht, es ist also bei, was ich einfach jetzt auch mal gestehen muss, es ist, also persönlich finde ich es behindert, wenn man sagt, man macht ein Let's Play, dann bricht man es irgendwie gleich ab. Ich weiß nicht, bei welcher Folge ich jetzt bin, 20 oder sowas. Ups, Salat, das war jetzt natürlich gar nicht fail. Aber das Problem bei mir ist halt einfach aktuell, dass, naja, das Spiel, es macht schon irgendwie so ein bisschen Laune und so. Aber einfach ArcaniA ist halt irgendwie ein Spiel, wie ich finde, das, wo ich irgendwie nicht wirklich gescheit Let's Playen kann. Weil... guck mal, der zittert noch. Hab ich gerade gesehen, der hat da vorne gezittert, ey. Oder was heißt nicht gescheit Let's Playen? Das ist auch falsch ausgedrückt. Ich finde halt einfach, ArcaniA ist so ein Spiel, da hast du mal irgendwie Bock drauf. So übel die Lust. Also gerade schon da, wo ich angefangen aufzunehmen, hatte ich halt die übertriebene Lust auf das Spiel, okay? Und diese Lust legt sich halt mit der Zeit irgendwie. Und mit der Zeit heißt, ich spiele das Spiel, keine Ahnung, 2 Stunden oder so, hab da übel Bock drauf. Und dann auf einmal, naja, da fesselt mich das Spiel einfach